Er hätte auch Profifußballer werden können, da sind sich ehemalige Mannschaftskameraden sicher. Recep Tayyip Erdogan, der Junge aus ärmlichen Verhältnissen im Istanbuler Arbeiterviertel Kasımpaşa, er war Kapitän bei den Kickern der städtischen Verkehrsbetriebe. Als Spieler ein Beckenbauer-Typ, bodenständig, islamisch fromm, eine Autorität. Er war im Team immer auch ein großer Bruder, der sich um die Probleme der Mitspieler gekümmert hat. Wenn er Stellung bezog, hatte sein Wort immer Gewicht. Ob gütiger Landesvater, hemmungsloser Kriegsherr oder skrupelloser Machtmensch, Recep Tayyip Erdogan hat viele Gesichter. Seit Jahrzehnten bestimmt er das Geschehen in der Türkei. Doch wer ist der starke Mann am Bosporus, der das Land so maßgeblich verändert hat? Erdogans politische Karriere ist die Geschichte eines Machers. Ein Aufstieg vom Arbeiterkind zum Präsidenten, ausgestattet mit einer Machtfülle wie kaum ein anderer Staatschef. Im Jahr 2002 gewinnt er mit seiner islamisch-konservativen AKP erstmals die Parlamentswahlen. Tayyip Erdogans islamische AK-Partei hat es geschafft. Sie hat mit überwältigender Mehrheit die Wahlen gewonnen. Der Mann, der dieses Kunststück in der strikt laizistischen Türkei fertiggebracht hat, er ist der Held der Stunde. Er bringt traditionelle Anhängerinnen mit Kopftuch auf die Straße, ebenso wie moderne junge Frauen. Wer ist dieser Tayyip Erdogan, der sich im Wahlkampf selten in der Nähe seiner Frau aufhielt, die nach islamischem Kodex ein Kopftuch trägt und seinem Image als modernem, weltoffenen Politiker in die Quere hätte kommen können? In den 90er Jahren war er in seiner Heimatstadt, der 12-Millionen-Metropole Istanbul, Bürgermeister. Aus dieser Zeit stammt auch sein Ansehen bei den Leuten als effektiver Manager, der konkrete Fragen wie Müllprobleme oder die maroden Stadtfinanzen erfolgreich anpackte. Und als volksnaher Politiker, der aus dem Arme-Leute-Viertel Kasımpaşa stammt und weiß, wo dem kleinen Mann der Schuh drückt. Welcher Erdogan ist der Richtige? Passen all die verschiedenen am Ende zusammen? Da ist der Sträfling Erdogan, den das Staatssicherheitsgericht ins Gefängnis steckte und ihm auf Lebenszeit das passive Wahlrecht entzog, als er vor 4 Jahren den Vers des islamistischen Dichters Gökalp zitierte: Die Minarette sind unsere Bajonette und die Moscheen unsere Kasernen. Bei seiner Freilassung wird er gefeiert wie ein Held und schaut aus wie aus dem Ei gepellt. Erdogan ist ein ganz auf Wirkung bedachter, disziplinierter und, wie man sagt, willensstarker Mann. Freitagsgebet im traditionellen Istanbuler Stadtteil Eyüp. Unter hunderten gläubiger Moslems finden wir Tayyip Erdogan. Er ist der Zögling des Islamistenführers Necmettin Erbakan, der als Chef der Wohlfahrtspartei das erste und einzige islamistische Regierungsmitglied der Türkei war, bis die Militärs ihn nach Hause schickten. Sein Schüler Tayyip Erdogan präsentiert sich demgegenüber heute als moderner, weltoffener Politiker im Geiste des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk, dem Vater aller Türken. Die AK-Partei ist das moderne Gesicht der Türkei, offen gegenüber dem Westen und der gesamten Welt, sagt uns der neue starke Mann des Landes. Zur Hymne von der Eroberung der neuen Welt zelebrierte die AK-Partei ihre Gründung als großes, Hollywood-reifes Spektakel. So gesehen hat sich Tayyip Erdogan wirklich weit von seinen fundamentalistischen Ziehvätern entfernt. Erdogan war anfangs auf jeden Fall ein Reformer, obwohl er aus dem konservativen Milieu gekommen ist. Er hat es geschafft, dass Investoren aus dem Ausland in die Türkei gekommen sind und investiert haben. Er hat viele infrastrukturelle Neuigkeiten oder Neuheiten geschaffen. Er hat die Gesundheit reformiert. Das Gesundheitssystem war eine große Katastrophe in der Türkei. Und das war auf jeden Fall etwas, was er auch bewegt und bewirkt hat. Für viele, auch außerhalb der Türkei, gilt Erdogan anfangs als Hoffnungsträger. Doch erste Zweifel tauchen auf. Tayyip Erdogan verbindet sein politisches Schicksal von Anfang an mit einem Ziel, das er zur vordringlichsten Aufgabe seiner Regierung macht: Europa.
Er will der Mann werden, der Atatürks alten Traum vom Weg der Türkei nach Europa wahr werden lässt, als Vollmitglied der Europäischen Union. Erdogan muss der von Wirtschaftskrise und Politikverdruss geplagten Türkei etwas bieten, auf das die Menschen am Bosporus ihre Hoffnungen bauen können. Europa. Jeder verbindet etwas anderes damit. Die frommen Muslime mehr religiöse Freiheit, die Kurden Anerkennung ihrer Kultur, Intellektuelle mehr Meinungsfreiheit und Achtung der Menschenrechte, Geschäftsleute gute Geschäfte und manch armer Tropf einen Arbeitsplatz in Deutschland. Mit einer regelrechten Charmoffensive reißt Erdogan Barrieren nieder, lädt Kostas Karamanlis, den Ministerpräsidenten des griechischen Erzfeindes, und Italiens Silvio Berlusconi zur Hochzeit seiner Kinder als Trauzeugen ein. Tayyip Erdogan macht die Verbindung zu Europa zu seiner ganz persönlichen Sache. Und dann der Eklat mit der Strafrechtsreform und nur wegen der Absicht, Ehebruch zu bestrafen. Erdogan reagiert sauer auf die Kritik aus dem Ausland. Die Türken bestimmen in der Türkei, Europa solle sich da raushalten. Verliert er so nah vor dem Ziel die Nerven und fängt wirklich Krach mit der EU an? Ich glaube, dass er der Partei und der Öffentlichkeit seine Macht demonstrieren wollte und nicht klein beigeben. Aber damit hat er zum ersten Mal auch Zweifel an seiner Führungsrolle geweckt. Auch in seiner eigenen Partei, sein Charisma, seine Autorität haben einen ersten kleinen Riss bekommen. Doch Erdogan kann Leute gewinnen. Der zuletzt doch ziemlich verärgert klingende EU-Kommissar Verheugen strahlte in Brüssel geradezu nach einer gemeinsamen Aussprache und stellte fest, dass sein Freund Erdogan Europas Erwartungen vollständig erfülle. Ich glaube, die EU war für ihn schon eine wichtige Stütze für seinen politischen Werdegang, denn ich habe in den vergangenen Jahren immer mehr den Eindruck gehabt, dass Erdogan mit dem Verhältnis zur EU innenpolitisch umso mehr punkten konnte. Denn er hat innenpolitisch gezeigt, hört mal zu, der Europäischen Union kann ich schon sagen, wo hier der starke Mann ist und dass man hier nicht mit der Türkei so umgehen kann. Außenpolitisch wirkte das manchmal nicht sehr positiv oder eher negativ, muss man schon sagen. Aber innenpolitisch hat er dadurch auf jeden Fall seine Wählerschaft hinter sich vereinen können, in jeglicher Hinsicht. Zunehmend autoritär baut Erdogan das politische System der Türkei um. Viele Jahre als Ministerpräsident, dann als Staatspräsident. Und dabei setzt er auf den nationalen Stolz seiner Bürger. 2016 erreicht Erdogans AKP knapp die Mehrheit bei einem Referendum zur Änderung der Verfassung. Das Ergebnis? Deutlich mehr Macht für den Präsidenten. Aber Erdogan geht es um mehr. Mustafa Kemal Atatürk, Übervater der Türken, Gründer der Republik. Jahrzehntelang wurde um ihn ein Personenkult getrieben. Das Monument Atatürk galt als unantastbar. Bis Recep Tayyip Erdogan auf die Bühne trat, sein Traum, zum 100. Geburtstag der Republik 2023 will er den Marschall vom Sockel stoßen. Die Fehler, wie Erdogan sagt, des alten Systems korrigieren. Ein Fehler, Laizismus, Trennung von Staat und Religion. Erdogan will eine fromme, eine islamische Türkei und das soll überall sichtbar werden. Seine Karriere folgt einem Plan. Die Wirtschaft ankurbeln, seinen Anhängern soziale Aufstiegschancen eröffnen, die strenggläubige Bürger bis dahin kaum hatten. Und durch Großprojekte den nationalen Stolz bedienen. Die Opposition ist so zersplittert, dass seine AKP mit dem Rückhalt der konservativ-religiösen Massen immer eine komfortable Mehrheit winkt. Je erfolgreicher seine Partei, desto stärker wird sein Griff nach der Alleinherrschaft. Er bricht mit Hilfe der Anhänger des Predigers Gülen die Macht des Militärs, schlägt mit staatlicher Gewalt die Gezi-Proteste gegen seine zunehmend autoritäre Politik nieder. Kompromisse sind nicht Sache Erdogans, er duldet keinen Widerspruch. Die Protestler sind für ihn ungläubige, vom Ausland gesteuerte Agenten Abschaum. Volksnah gibt sich der Präsident gerne für seine Anhänger, tatsächlich spaltet er. Hinter der jovialen Fassade lauert ein aufbrausender, unversöhnlicher Machtmensch. Mit einer Mischung aus politischem Instinkt und brutalem Durchsetzungswillen übersteht Erdogan eine Krise nach der anderen. Korruptionsvorwürfe, vorübergehender Verlust der parlamentarischen Mehrheit, ein versuchter Militärputsch. Sein Ziel hält er dabei stets im Auge.
Innerparteiliche Gegner wie Anhänger des Predigers Gülen werden kriminalisiert und verfolgt, alte Weggefährten wie Ex-Präsident Gül kaltgestellt, die Medien auf Linie gebracht, kritische Stimmen verschwinden, Journalisten wandern ins Gefängnis. Weil das noch nicht reicht, weitet Erdogan die Kampfzone aus. Er schlägt mit schrillen Parolen auf Europa ein, Nazi-Vergleich inklusive, das kommt an. Den Leuten gefällt das. Der Mythos der starken Nation und ein Schuss Verfolgungswahn ist auch dabei. Die ganze Welt hat nur einen Plan, die Türkei zerstören. Und Erdogan ist sehr erfolgreich darin, solche neuen Feinde zu schaffen. Kritik aus den eigenen Reihen muss er nicht mehr fürchten. Wer in der Partei aufbegehrt, riskiert Amt und Pfründe. Er könnte Druck aus dem Kessel lassen, doch das würde die Schwächen seiner Politik offenlegen. Ein Risiko, das Erdogan kaum eingehen wird. Erdogan ist machtbesessen. Er ist ein klassischer Politiker, der nach einer gewissen Zeit gesehen hat, welche Macht er hat als Regierungschef. Und er hat versucht, dies über all die Jahre auch immer noch beizubehalten. Er hat viele kritische Wahlen gewonnen und nicht umsonst ist er seit über 20 Jahren an der Macht. Denn Macht ist das, was er gut findet. Man sagt ja immer, Macht macht sexy. Und Erdogan ist genau derjenige, der diese Macht gerne auslebt und ausleben möchte. Und das ist auch ein Grund, weshalb alle seine politischen Weggefährten, mit denen er beispielsweise die AKP mitgegründet hat, er also mittlerweile politisch fast schon politisch liquidiert hat, könnte man sagen, um es etwas drastisch auszudrücken. Erdogan tut alles, um an der Macht zu bleiben, in jeglicher Hinsicht. Recep Tayyip Erdogan gewinnt im Jahr 2018 erneut die Präsidentschaftswahlen. Dank des neuen Präsidialsystems ist er nun mächtiger denn je als Staatspräsident, Regierungschef und Parteivorsitzender in einer Person. Das Präsidialsystem ist nicht mit dem US-amerikanischen oder französischen vergleichbar. Es ist ein Ein-Mann-System. Durch die Verfassungsänderung sind bereits grundlegende Paragraphen hinzugekommen. Diesen Änderungen können noch weitere, viel radikalere folgen. Dadurch, dass Erdogan das Präsidialsystem eingeführt hat, hat er theoretisch gesehen und auch faktisch gesehen das Parlament komplett ausgehebelt. Das Parlament existiert in dieser Art und Weise gar nicht mehr. Es gibt keinen Ministerpräsidenten mehr. Es gibt keine Möglichkeit, ein Misstrauensvotum gegen ihn zu stellen. Die Hürden sind so hoch, dass man sagen kann, dass Erdogan eigentlich unantastbar ist. Er ist der Mann, der dieses Land regiert und keiner kann ihm in die Quere kommen, keiner kann ihm in irgendeiner Weise sagen, hör auf, du hast hier einen Fehler gemacht. Verhaftungen von Kritikern und Journalisten, Massenentlassungen von Staatsbediensteten und Akademikern gehören seit Jahren zum Alltag in der Türkei. Die willkürliche Annullierung der Wahl von Ekrem İmamoğlu zum Bürgermeister von Istanbul stößt auf Widerstand auch bei den Anhängern Erdogans. Als Kandidat der größten Oppositionspartei CHP hatte İmamoğlu die Wahl knapp gewonnen vor seinem Konkurrenten und Erdogan-getreuen Binali Yildirim. Es ist die Wiege des Präsidenten. Kasım Pasha, ein Arbeiterviertel in Istanbul. Doch auch hier im Heimatbezirk von Recep Tayyip Erdogan ärgern sie sich darüber, dass ihr Präsident überzogen hat. Diesmal sagen viele hier, hat er es übertrieben. Ich fand die Entscheidung nicht richtig. Wir brauchen Gerechtigkeit, doch das hier ist keine gerechte Türkei. Ekrem İmamoğlu hat diesen Sieg verdient. Der hat es wirklich verdient. Sie haben ihm sein Recht geklaut. Der, den sie sonst so verehren, aber ist zufrieden. Neuwahl in Istanbul, in seiner Stadt. Wer Istanbul regiert, regiert die Türkei, hatte er mal gesagt. Eine Niederlage hier, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Vor der AKP-Fraktion im Parlament rief er, die Entscheidung sei ein Sieg der Demokratie. Laut Gesetz, so argumentiert die AKP, hätten die Vorsteher der Wahllokale Staatsbeamte sein müssen. Das sei an vielen Stellen aber nicht der Fall gewesen. So wurde die Oberbürgermeisterwahl annulliert. Aber da wurden ja nicht nur der Bürgermeister von Istanbul gewählt, sondern es wurde im gleichen Wahlgang mit dem Stimmzettel im gleichen Umschlag, in der gleichen Urne auch gewählt die lokalen Bürgermeister und dann noch das Stadtparlament von Istanbul. Beide Wahlgänge, in denen die AKP sich behaupten konnte, die wurden nicht angefochten. Also für mich passt das nicht zusammen.
Ekrem İmamoğlu, der Wahlsieger der CHP, wurde als Oberbürgermeister wieder abgesetzt. Nun ist er wieder Oberbürgermeisterkandidat. Macht gute Miene zum bösen Spiel. Er will, dass seine Anhänger nicht protestieren, sondern wählen gehen. Konsequenzen hat es bereits gegeben an den Finanzmärkten. Die türkische Lira verlor weiter an Wert. Was der Präsident als ausländische Verschwörung sieht, ist für Wirtschaftsexperten eine hausgemachte Krise. Weitere ausländische Investoren werden die Türkei verlassen. Für sie wurde hier das Gesetz gebeugt. Der Standort Türkei wird dadurch immer riskanter. Dabei braucht das Land ausländische Investitionen. Doch es geht um den Machterhalt um jeden Preis. Und um einen Mann, der nicht verlieren kann. Allen Protesten zum Trotz, im Juli 2021 zieht sich die Türkei aus der Istanbul-Konvention zurück, einem völkerrechtlich bindenden Vertrag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Sie schreien ihre Wut heraus. Mehr als 1000 Türkinnen demonstrieren gegen den Austritt ihres Landes aus der Istanbul-Konvention. Unser Leben gehört uns, auch unsere Rechte. Niemand darf in unserem Namen Entscheidungen treffen. Wir sind gegen den Austritt und das hier ist noch lange nicht vorbei. Das von 45 Ländern unterzeichnete und von 34 Ländern ratifizierte Abkommen soll Frauen vor Gewalt und sexuellen Übergriffen schützen. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich dazu, entsprechende Gesetze in ihrem Rechtssystem zu verankern, die Türkei jedoch nicht mehr. Am Nachmittag erklärt Präsident Erdogan, seine Regierung habe sich schon immer für Frauenrechte eingesetzt, daher brauche man die Konvention nicht. Wir setzen unseren Kampf gegen Gewalt an Frauen fort und kämpfen heute und morgen dafür, dass Frauen ihre Rechte ausüben können, so wie wir auch schon gestern dafür gekämpft haben. Seit Jahren fordern erzkonservative Muslime den Austritt aus der Konvention. Sie kritisieren, dass das Abkommen auch Homosexuelle oder Transmenschen schütze. Zudem glauben sie, dass aufgrund des Abkommens Aussagen von Frauen vor Gericht schwerer wiegen als die ihrer Peiniger. Frauenrechtlerinnen befürchten, Erdogan gehe es um die Umgestaltung der türkischen Gesellschaft. Das passt zum politischen Islam, zum Versuch, ihre Vorstellung von Gesellschaft durchzusetzen. Auf internationale Bühne kommt kaum jemand an Präsident Erdogan vorbei. Die deutsch-türkischen Beziehungen sind geprägt durch gegenseitige Abhängigkeiten. Wie sich beim Abschiedsbesuch von Angela Merkel in Istanbul zeigt, gehören die Flüchtlingspolitik und die EU-Mitgliedschaft nach wie vor zu den neuralgischen Punkten. Es gibt für die Türkei viele Schwierigkeiten auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft. Trotzdem hat sich Frau Merkel stets für uns eingesetzt. Dafür danken wir ihr. Wir werden das in guter Erinnerung behalten. 10-mal reiste sie in die Türkei. Ein Vergnügen war es selten. Eher eine politische Achterbahnfahrt, aus der andere längst ausgestiegen wären. Merkel blieb aus Einsicht in die Notwendigkeiten. Wir merken, dass wir geostrategisch eben sehr voneinander abhängen, ob wir gleich agieren oder nicht. Das wird jetzt mit der Frage der Taliban eine Rolle spielen. Das spielt mit der Frage der Flüchtlinge eine Rolle. Erdogan weiß um seine Schlüsselposition in der Flüchtlingsfrage und er weiß um die Macht der Bilder. Eine aufgeräumte Kanzlerin lächelnd bei ihm zu Gast, das macht sich gut in der heimischen Presse. Über die vielen deutschen Staatsbürger, die unter fadenscheinigen Terrorvorwürfen in der Türkei inhaftiert sind, wird dort nicht berichtet. Merkel spricht von Kontroversen, einer Menge Schwierigkeiten, die noch nicht ausgeräumt seien. Energische Vorhaltungen sind das nicht. Wir haben natürlich manchmal auch sehr unterschiedliche Betrachtungen, wann der Terrorismusvorwurf gilt und wann er nicht gilt. Das könne man, so Merkel, nur im gegenseitigen Gespräch lösen oder auch nicht. Manches dauert sehr lange. Dafür haben 16 Jahre nicht ausgereicht, aber manches ist auch gelungen auf dem Weg dazwischen. Er hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit, auch mit der nächsten Regierung in Berlin, betonte Erdogan. Es klang ein wenig Wehmut mit. So gut wie mit Merkel, das schwant dem türkischen Präsidenten, wird es vielleicht nicht mehr werden. Nach dem Regierungswechsel in Deutschland besucht Olaf Scholz im März 2022 erstmals Präsident Erdogan. Ein Antrittsbesuch in einer schwierigen politischen und militärischen Krisensituation. In den vergangenen Jahren waren die bilateralen Beziehungen zwischen Ankara und Berlin nicht selten von Spannungen und schweren Differenzen gekennzeichnet. Diesmal standen die Gespräche unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.
Der Bundeskanzler unterstrich, dass beide NATO-Partner die russische Aggression in aller Deutlichkeit verurteilten, dass die Türkei wegen ihrer engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland die Sanktionen nicht mitträgt, wollte Schulz nicht kommentieren. Er lobte aber die türkische Hilfe für die Ukraine inklusive Waffenlieferungen. Und wir sind uns völlig einig, dass es so schnell wie möglich einen Waffenstillstand geben muss. Denn das ist jetzt wichtig, damit nicht weiteres Menschenleben gefährdet wird. Es muss sichere Korridore geben für Zivilisten, dass sie sich aus den gefährdeten Orten unbeschadet herausbegeben können. Präsident Erdogan hob die türkischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts hervor. Mit dem russisch-ukrainischen Außenministertreffen in Antalya sei ein Anfang gemacht, den gelte es jetzt zu vertiefen. In einer Lage, wo der Krieg mit unverminderter Härte weitergeht, ist ein solches diplomatisches Treffen schon ein Erfolg. Wir setzen alles daran, um auf diesem Weg eine Waffenruhe zu erreichen. Von einem guten bilateralen Verhältnis sprach Scholz und nannte das funktionierende Flüchtlingsabkommen, auch wenn es weiter Differenzen gebe. Natürlich gibt es, das gehört zu den Dingen dazu, die gesagt werden müssen, auch Differenzen, Belastungen, unterschiedliche Ansichten, die wir haben, etwa wenn es um Fragen von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit geht. Für die nahe Zukunft wurden gemeinsame Arbeitsgruppen auf hoher Beamtenebene vereinbart, die die Zusammenarbeit weiter ausbauen sollen. Deutschland spielt für Erdogan aus meiner Sicht eine sehr wichtige Rolle. Wir haben hier in Deutschland über 3,5 Millionen türkeistämmige Menschen. Davon sind ungefähr 1,5 Millionen wahlberechtigt, die den Doppelpass haben und auch in der Türkei wählen können. Das ist natürlich schon ein Potenzial, was man nicht vernachlässigen darf. Wobei man bei den letzten Wahlen gesehen hat, dass das keine so gravierende Rolle gespielt hat. Trotz alledem glaube ich, dass Deutschland als einer der größten Exporteure in die ganze weite Welt auch für die Türkei ganz wichtig ist. Denn Deutschland importiert auch Güter aus der Türkei. Und deswegen ist Deutschland auch für Erdogan aus wirtschaftlicher Perspektive eigentlich sehr wichtig. Aus politischer Sicht, glaube ich, wird Deutschland in der Türkei nicht mehr auf einen grünen Zweig gemeinsam kommen. Da muss sich natürlich das Demokratieverständnis von Recep Tayyip Erdogan in jeglicher Hinsicht sich ändern. Grundrechte und die Grundwerte der Demokratie müssen in der Türkei wieder Einzug halten, dass Deutschland wieder die Türkei als einen vollwertigen, aus meiner Sicht als einen vollwertigen Partner auf Augenhöhe wieder ansieht. Das NATO-Mitglied Türkei unter Präsident Erdogan irritiert, auch im Ukraine-Krieg. Der türkische Präsident pflegt weiterhin freundschaftliche Beziehungen zu Wladimir Putin und hält an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit fest. In der Welt der harten Geopolitik zweifelt mancher, wenn sich der türkische Präsident Erdogan zuletzt gleich zweimal mit dem Kriegsherrn Putin aus Russland trifft, wenn er dann von vertiefter Zusammenarbeit spricht und so die Frage aufwirft, auf welcher Seite die Türkei eigentlich spielt. Die Türkei ist ja nicht neutral. Sie ist aufs Engste wirtschaftlich, militärpolitisch und darüber hinaus auch strategisch mit der Russischen Föderation verknüpft. Sie trägt die wirtschaftlichen Sanktionen nicht mit, die der Westen verabschiedet hat, und versucht eine Art von Balanceakt. Erdogans Balanceakt. Es ist eine Schaukelpolitik zwischen dem Westen und Russland. Da ist die eine Seite, die Türkei liefert bewaffnete Drohnen an die Ukraine, sie sperrt den Bosporus für russische Kriegsschiffe und Erdogan vermittelt den Getreidedeal. Erste Schiffe mit Lebensmitteln verlassen die Ukraine immerhin. Eine Politik, für die Erdogan ausschließlich Anerkennung bekäme, wäre dann nicht die andere Seite. Von Sanktionen gegen Russland will man in der Türkei nichts wissen, lässt sich stattdessen mehr Gas liefern, bezahlt natürlich in russischem Rubel. Und setzt auf mehr Handel mit Russland, ausgerechnet jetzt. Erdogan, der Autokrat in den Reihen der NATO, sucht die Nähe von Putin, weil er, Erdogan, ihn offenbar braucht. In einem anderen Konflikt, Syrien, berichtet ein ehemaliger türkischer Diplomat. In Syrien will die türkische Regierung um jeden Preis eine neue humanitäre Katastrophe verhindern, die einen erneuten Zustrom von Flüchtlingen auslösen könnte. Hier verlässt sich die Türkei darauf, dass Moskau auf die Regierung in Syrien einwirkt.
Möglich, dass es nicht allein um edle humanitäre Fragen geht, sondern, wie hier im Frühjahr 2020, um einen Angriff der Türkei auf Kurden im Norden Syriens, worüber seit Wochen spekuliert wird. Und Europa sieht hilflos zu, wie die Türkei dem Westen entgleitet. Man ist schließlich selbst auf die Regierung Erdogan angewiesen, ob bei der NATO-Norderweiterung oder der Flüchtlingsfrage. Ich meine, dass es an der Zeit ist, dass man nicht nur mit Worten und Appellen, sondern letztendlich mit Taten die türkische Regierung daran erinnert, dass ein verlässlicher Partner anders agiert im Bündnis, als es die Türkei gegenwärtig tut. 1952 trat die Türkei der NATO bei. 70 Jahre später steht sie bestenfalls am Rande des Bündnisses. Immer noch besser, so sagen viele in Brüssel, als ganz draußen. Erdogan verfolgt keine Strategie, um mit dem Westen in irgendeiner Weise zu kooperieren. Ihm ist es ausschließlich wichtig, dass sowohl er als auch die, die um ihn herum sind, seine Familie, seine Freunde, seine, ich sage jetzt, Geschäftspartner, gut dastehen und möglichst reicher werden. Wir haben nicht umsonst gesehen, dass viele Ausschreibungen innerhalb der Türkei für öffentliche Straßen, Gebäude und so weiter, alles nur Bauunternehmen bekommen, die sich in seinem Dunstkreis befinden. Und deswegen ist es auch so, dass alles, was mit dem Ausland zu tun hat, völlig durcheinander läuft. Es gibt keine Strategie. Man könnte ja sagen, warum beginnt er mit dem EU-Beitrittsprozess nicht nochmal von vorne? Es interessiert ihn einfach nicht. Vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai wächst der Druck auf Präsident Erdogan. Die Wirtschaft steckt in einer schweren Krise. Durch die Hyperinflation der Lira verlieren ganze Bevölkerungsschichten ihre Kaufkraft. In der Nacht auf den 6. Februar 2023 erlebt die Türkei eine Katastrophe. Ein Erdbeben in einer Stärke von 7,8 mit zahlreichen Nachbeben zerstört weite Teile im Südosten des Landes. Zehntausende Menschen sterben, Tausende verlieren ihr Zuhause. Besonders fatal, das fürchterliche Ausmaß der Schäden hätte wohl vermieden werden können. Bittere Ironie. Ausgerechnet Recep Tayyip Erdogan, der Präsident der gigantischen Bauprojekte, der glamourösen Einweihungsfeiern von Dämmen und Brücken, wird seinen womöglich letzten Wahlkampf auf dem Schutt eines Jahrhundertbebens führen müssen. Bei so einigen dieser Gebäude waren Bauunternehmer und Parlamentarier am Werk, die mit der Regierungspartei eng zusammenarbeiten. Ein Dreieck aus Politik, Bauunternehmern und Gewinnmacher. Ein Dreieck, das klar macht, dass in der Türkei schon lange die vorherrschende Haltung die ist, sich selbst zu bereichern. Davon müssen wir so schnell wie möglich weg. Wir wollen die parlamentarische Demokratie stärken, die autoritäre Führung beenden. Die Türkei ist Mitglied der G20 und steht ganz unten, wenn es um Korruption, Justiz und Pressefreiheit geht. Das können wir nicht akzeptieren. Wie verheerend die Korruption ist, wurde im Beben offensichtlich. Als erdbebensicher verkaufte Gebäude fielen in sich zusammen. Rund 200 Unternehmer wurden bereits festgenommen. Doch das Problem liegt tiefer. Hunderte Milliarden Dollar wurden unter Erdogan in den Bausektor gepumpt und viel davon floss über Schmiergelder zurück in die Partei des Präsidenten. Wirtschaftswachstum und Politik hängen hier vom Wohl des Baugewerbes ab. Um das weiter zu stützen, lässt der Präsident auch die Zinsen nicht steigen, egal wie sehr seine Bevölkerung unter der Inflation leidet. Unser Wachstum beruht darauf, dass durch Krediterweiterungen, also ein Modell der Verschuldung, ein Sektor am Leben gehalten wurde, der Bau. Eine Industrie, die mit hohen Zinsen nicht funktionieren kann, sondern dadurch, dass man jedermann einen Kredit gewährt. Das ist die Politik hier. Am Anfang und womöglich am Ende des langen Kapitels Erdogan, die Bauindustrie. Erst machte sie ihn groß und er sie reich. Doch der Pakt mit ihr brachte Inflation und flächendeckende Schlamperei am Bau. Tausende haben das mit ihrem Leben bezahlt. Den Präsidenten könnte es nur seinen Job kosten.